Sehr geehrter Herr Botschafter, sehr geehrte Damen und Herren Nationalräte, sehr geehrter Herr Präsident des ETH-Rates, sehr geehrte Herren Regierungsräte, sehr geehrter Herr Präsident der ETH Zürich und Regio Presidente dell'Università della Svizzera Italiana, lieber Piero, gentili membri del Consiglio Comunale. Sehr geehrte Damen und Herren, ich heiße Sie sehr willkommen in unserem neuen Gebäude. Es ist ein Meilenstein in der Entwicklung der rechnergestützten Wissenschaften in der Schweiz, des CSCS und auch der akademischen Entwicklung hier in Lugano. Wir sind etwas verspätet, weil wir haben auf den Stadtrat sind wir am Warten, wir haben keinen Kontakt zu ihm. Es scheint, dass er in der eigenen Verkehrsplanung irgendwie verloren gegangen ist. Wir hatten das Erlebnis gestern, als wir zurückgefahren sind nach dem Besuch der ETH Foundation. Das heißt, es ist gut wenigstens zu sehen, dass es allen am Ende gleich geht. Ja, ich möchte das Wort hier übergeben, Frau Falkner. Also wir haben ein gutes Programm für uns. Ja, vielen Dank, Thomas. Ich denke, ich werde nochmals die Begrüßung offiziell machen, sehr geehrte Damen und Herren Nationalräte, sehr geehrter Präsident des ETH-Rates, sehr geehrte Herren Regierungsräte. Dear Excellence, Mr. Ambassador, Egregio Presidente dell'Università della Svizzera Italiana, Martinoli, Egregio Sindaco, noch nicht hier. Und ich möchte auch ganz herzlich alle diejenigen begrüßen, die in der Vergangenheit uns unterstützt haben, dass hier so ein Zentrum entstehen konnte. Es gibt viele Leute, die heute nicht im Rampenlicht stehen, aber die wirklich gewirkt haben, sowohl von der Politik als auch von der Wissenschaft, die uns unterstützt haben. Auch ganz herzlichen Dank für diese wunderbare Hilfe in der Hintergrund. Willkommen an der ETH Zürich in Lugano. Ich möchte Sie hier im Neubau des Rechenzentrums herzlich willkommen heißen und die ETH Zürich ist natürlich stolz darauf, mit Ihnen die Einweihung dieses besonderen Gebäudes am Standort Lugano-Cornaredo feiern zu dürfen. Dieser Anlass ist eine wichtige Etappe in der Umsetzung der Strategie für Hochleistungsrechner des ETH-Rates, die der Bund vor einigen Jahren initiiert hat. Ich warte einen Moment für die... Für mich als Wissenschaftler haben Computer keine literarische Bedeutung. Sie sind auch kein mythisches Wesen, um sich Legenden ranken. Nein, die Rechner sind schlichtweg nüchterne und leblose Maschinen, aber eben höchst nützliche leblose Wesen. Und es ist der kluge und umsichtige Mensch, der sich letztendlich entwickelt, baut, programmiert, bedient und auch sehr wichtig, auch wartet. Wartung, Maintenance ist natürlich bei Hightech auch ein Thema. Die Nachfrage nach stets leistungsfähigeren Rechenanlagen ist kaum aufzuhalten. Computersimulationen werden in der Wissenschaft neben Theorien und Experimenten immer bedeutender. Mit den Hochleistungsrechnern lassen sich Vorgänge in der Natur, in der Technik, aber auch in der Gesellschaft zunehmend wirklichkeitstreu simulieren. Und die Entwicklungsgeschichte in der Computertechnik kommt ja ursprünglich für diesen Hochleistungsrechner vom Militär etwas zum Simulation von Atombombenexplosionen. Heute vermehrt sie ist die Videogames, die wir Technik vorantreiben. Grafikprozessoren. Doch keine Angst, meine Damen und Herren, hier am CSCS betreiben wir keine militärische Forschung. Zwar können die für Meteo Schweiz berechnete Wettervorhersage hier und da auch stürmisch sein. Und die Erdbeben, die wir auf den Anlagen des CSCS simulieren, wirken gar nicht immer friedlich. Beschaulicher hingegen sind Simulationen, wie im Universum Galaxien entstehen
eine faszinierende ferne Welt. Daneben gibt es noch viele weitere Supercomputer-Anwendungen in den Materialwissenschaften und anderen technisch-naturwissenschaftlichen Disziplinen und vermehrt auch in Sozialwissenschaften. Großrechner brauchen viel Energie, die zum größten Teil als Wärme abgeführt wird, und die Infrastruktur des CSS am alten Ort wurde mit der Zeit zu klein. Gentiles ignore e signore, chi presso la nuova ubicazione abbiamo due megdaci. L'uno consiste nella possibilità di raffreddare il computer con acque lacustri provenienti dal vicino lago di Lugano. E l'altro, l'immediata vicinanza dell'Università della Svizzera Italiana. La collaborazione con gli scienziati dell'USI rappresenta un enorme arricchimento e favorisce la molteplicità intellettuale e culturale. Für die, die mein Italienisch nicht verstanden haben, wir sind begeistert von der Nähe der USI, wo wir eine intellektuelle, wissenschaftliche Zusammenarbeit haben, zum Wohle von beiden Institutionen. Ein Gebäude zu bauen, in dem die kommenden Jahrzehnte die nationalen Supercomputer betrieben werden können, ist eine große Herausforderung. Den CSCS-Neubau hier zeichnen Innovationen. Diese Innovation, Flexibilität und auch ökologische Nachhaltigkeit. Und hier ein großes Kompliment an alle Beteiligten. Dazu ein paar wenige Details. Das fünfstöckige Bürogebäude ist im Mini-Energie-Eco-Standard gebaut und hat eine Gesamtfläche von 2600 Quadratmetern. Beim Bau wurde auch Wert darauf gelegt, besonders schadstoffarme Materialien zu verwenden. Die geräumigen Flure sind Begegnungsstätten für die Mitarbeitenden und fördern die Kommunikation, während die in weiß gehaltenen Büros mit großen Fenstern helle Arbeitsplätze bieten. Die vorhandene Stromversorgung erlaubt dem Rechenzentrum derzeit Rechner bis zu einer Leistung von 11 Megawatt zu betreiben und könnte sogar auf 25 Megawatt erweitert werden, falls das mal nötig sein sollte. Zwischen Zu- und Rückleitung der 80 cm dicken Seeleitung ist ein ausgeklügeltes Kühlsystem geschaltet. In einem mannshohen Wasser-Wärmetauscher treffen Seewasser und interner Kühlwasserkreislauf aufeinander. An dem gibt das Seewasser seine Kälte in den internen Kühlkreislauf ab. Dieses Seewasser hat etwa 8 Grad bis maximal 9 Grad kaltes Wasser, um den Supercomputer zu kühlen. Damit hat das CSCS zweifellos einen kleineren ökologischen Fußabdruck als viele andere Rechenzentren. Die Vorgabe des Bundes war eine Installation eines Petaflop-Rechners bis im Jahre 2012. Das Jahr ist noch nicht vorbei und ich kann sicher mit Stolz sagen, diese Vorgabe werden wir erfüllen. Petaflops, meine verehrten Gäste, bedeutet keineswegs eine Menge von Misserfolgen, Flops, sondern ist ein Maß für die Leistungsfähigkeit und heißt 10 hoch 15 Rechenoperationen pro Sekunde. Dies ist eine Zahl bestehend aus 1 und 15 Nullen. Ist eigentlich unvorstellbar. Das Maß Flops für die Weltrangliste der Rechner wird zwar immer mehr gebraucht, aber auch hinterfragt. Basierend allein auf diesen Zahlen zählt das CSCS nicht zu den Besten in Europa. Doch wir haben uns gesagt, was nützt, bildhaft gesprochen, ein toller Ferrari ohne einen guten Fahrer wie Formel 1 Top-Pilot Fernando Alonso. Dank unserem CSCS-Chef Thomas Schultes kamen wir auf die Idee, einen Teil der Bündnismittel in diese Computer zu investieren, um Algorithmen und Rechenprogramme zu entwickeln, die den neuen Rechnern optimal benutzen. Und ich wage zu behaupten, dass der wissenschaftliche Output der schweizerischen Wissenschaftsgemeinschaft, die am CSC rechnet, weit vorne steht. Diese Rangliste gibt es nicht offiziell, aber wenn es sie gäbe, wären wir sehr weit vorne.
Diese Herausforderungen für die Zukunft sind Energieeffizienz. Und auch hier haben wir mit der neuen Infrastruktur bereits einen Meilenstein erreicht. Neben der reinen Rechenleistung sind auch die Speicherung und die Bearbeitung von riesigen Datenmengen eine große Aufgabe. Weitere Problemkreise in der Informationstechnologie, die künftig immer wichtiger werden, sind Informationssicherheit und Schutz der Privatsphäre. Das sind Gebiete, wo die ETH Zürich auch ein starkes und weltweit angesehenes Forschungsprogramm hat. Die Kosten des Bundes für den CSC-Neubau wurden inklusive der Seewasserkühlung auf 67,5 Millionen Franken veranschlagt. Zusätzlich steuerte der Kanton Tessin 5 Millionen Franken bei und die Stadt Lugano gewährte auf dem Grundstück im Luganer Stadtteil Cornaredo für 40 Jahre ein Baurecht. Darüber hinaus ermöglichte die Stadt Lugano auch den Bau der Seewasserkühlung. Ich habe zu danken. Mein Dank geht daher in erster Linie an die Eidgenossenschaft, an Bundesrat und Parlament. Und das werde ich dann nochmal wiederholen, wenn unser Bundesrat, Herr Berse, eintreffen wird. Für die große finanzielle Unterstützung und auch für das Vertrauen an die ETH. Besonders zu erwähnen und zu bedanken ist auch der lokale Support von Kanton, Stadt und Gemeinde an das Vorhaben des Bundes. Unterstützung des Kantons und der Gemeinde für den Bund. Ein großes Dankeschön geht an den Kanton Tessin für die Finanzierung der Wasserleitung vom See nach Cornaredo sowie an die Stadt Lugano und die Gemeinde Borza für die unentgeltliche Freigabe des Geländes. Und ich bin überzeugt, dass auch die Region vom CSCS profitieren wird. Schon jetzt profitiert und weiter profitieren wird. Ein ganz herzliches Dankeschön an die lokale Regierungen und Parlamentarier und die Unterstützung. Ich danke und gratuliere aber gleichzeitig den Bauabteilungen vom ETH-Rat und von der ETH Zürich für die kompetente Durchführung des nicht gerade einfachen Baus. Es war nicht ein 0815-Gebäude mit zugehöriger Infrastruktur. Danke auch den, gratuliere den Architekten und beteiligten Baufirmen sowie last but not least dem ganzen Team vom CSCS mit seinen 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ihr habt einen großen Meilenstein erreicht. Einen großen Meilenstein, ein großes Dankeschön für euren Einsatz. Er hat sich gelohnt und wird noch viel Früchte tragen. Ganz herzlichen Dank. Für diese schöne Ansprache. Ich möchte als nächstes Herrn Dr. Fritz Schierser vom ETH-Rat, der Präsident des ETH-Rats. Sehr geehrter Herr Botschafter, geschätzter Herr Staatsrat, Mitglieder des Parlaments, geschätzter Präsident der ETH Zürich, egregio Presidente dell'Università della Svizzera Italiana, gentile Sindaco, gentile membri del Consiglio Comunale, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie im Namen des ETH-Rates herzlich am neuen Standort des CSCS in Lugano, Cornaredo. Welche Bedeutung das CSCS für die Schweiz hat, sehen Sie nur schon am Kreis der Persönlichkeiten, die sich heute hier versammelt haben und natürlich durch Bundesrat Berse noch bereichert werden. Wer leider fehlt, ist der wunderbare, der Schweiz eng verbundene israelische Satiriker Ephraim Kishon, der einmal sagte, Computer werden immer kleiner und kleiner, bald verschwinden sie völlig. Wäre er noch am Leben, hätte ich ihn gerne eingeladen,
und mit ihm über die neuen Dimensionen und Erkenntnismöglichkeiten im Supercomputing diskutiert. Ich bin überzeugt, er hätte eine treffende Antwort gefunden. Hochleistungsfähige Rechner sind eine zentrale Voraussetzung für die weltweite Konkurrenzfähigkeit der Schweizer Hochschulen. Im Auftrag des Bundes entwickelte der ETH-Rat 2007, das war noch vor meiner Zeit, die nationale Hochleistungsstrategie für Rechnen und Vernetzung, kurz HPCN 2009. Parlament und Bundesrat genehmigten die Strategie und leiteten die Umsetzung ein. Diese erfolgte im Auftrag des ETH-Rates durch die ETH Zürich, eben am CSCS. In diesem Gebäude wird als Bestandteil der HPCN-Strategie eine Supercomputing-Infrastruktur, Ralf Eichler hat es gesagt, der Petaflops-Leistungsklasse, realisiert, für ein kleines Land wie die Schweiz ein großer Schritt. Ein weiteres Element der HPCN-Strategie ist das Netzwerkprojekt High Performance, High Productivity Computing, kurz HP2C genannt. Mit dieser interdisziplinären Forschungsplattform werden die Softwarecodes erarbeitet, damit der Supercomputer überhaupt Superleistungen erbringen kann. Für die Schweiz ist dies von mehrfacher Bedeutung. Hochleistungsrechnen ist eine Schlüsseltechnologie für die Wettbewerbsfähigkeit des Wissenschaftsstandortes Schweiz. Wenn der Wissenschaftsstandort wettbewerbsfähig ist, profitiert auch die Wirtschaft davon. Und wenn die Wirtschaft profitiert, profitiert die Wissenschaft wiederum. Und die Gesellschaft profitiert ebenfalls, wenn zum Beispiel Wetterereignisse, Klima oder Erdbeben genauer simuliert und vorhergesagt werden können. Auch ein Blick auf die Finanzierung zeigt, wie breit abgestützt die Hochleistungsrechnerstrategie des Bundes ist. Die Investitionskosten bis 2014 betragen 172,5 Millionen Franken, inklusive der von den Kantonen mitfinanzierten HP2C-Plattform. Bund und Parlament haben 2009 eine erste Finanzierungstranche von 72 Millionen Franken bewilligt. Weitere 60 Millionen Franken werden in der Periode 2012 bis 2014 investiert. Wir sind also nicht am Ende der Investitionen. Der Kanton Tessin, und das hat Ralf Eichler auch hervorgehoben, unterstützte den Bau des neuen Rechenzentrums mit 5 Millionen Franken. Die Stadt Lugano gewährte uns das Baurecht an einem hervorragenden Ort. Und die ETH Zürich, last but not least, trägt die operativen Kosten des Hochleistungsrechenzentrums mit dem Geld natürlich, das sie vom ETH-Rat erhält. Ich freue mich, dass der ETH-Bereich ab heute seinen Standort in der italienischen Schweiz, und das möchte ich unterstreichen, weiter stärken kann. Dies nicht zuletzt dank der hervorragenden Zusammenarbeit mit der Università della Svizzera Italiana. Dass wir heute diesen Meilenstein in der Umsetzung der HPCN-Strategie termingerecht einweihen dürfen, verdanken wir sehr vielen Menschen. Sie haben sich politisch, finanziell, konzeptionell und wissenschaftlich für das neue Rechenzentrum eingesetzt. Weil ich jetzt nicht alle aufzählen kann, erlauben Sie mir, dass ich einige Persönlichkeiten stellvertretend
herausgreife. Allen anderen sage ich, Sie, meine Damen und Herren, sind ausdrücklich mitgemeint und in unseren herzlichen Dank des ETH-Rates eingeschlossen. Molto importante per il successo di questo progetto è stato l'impegno di Giorgio Giudici, sindaco di Lugano. A livello cantonale desidero invece ricordare Gabriele Cendotti, membro del governo ticinese dal 2000 al 2011 e da questo anno presidente del consiglio di fondazione del Fondo Nazionale Svizzero. Ma anche i privati hanno spianato la strada del progetto CSCS a Manno. Ad esempio Sergio Mantegazza. Inoltre abbiamo potuto contare sul pieno supporto di Piero Martinoli, presidente del USI, e Ralf Eichler, presidente del ETH Zurigo. Non dobbiamo tuttavia dimenticare i responsabili operativi sul posto. Senza Marco Baciolini, direttore del CSCS fino al 2008, e senza il suo successore Thomas Schultes e i loro collaboratori, oggi non ci troveremmo qui a festeggiare. Caro team del CSCS, vi auguro di portare avanti numerosi progetti interessanti nella nuova sede e di ottenere brillanti successi sul fronte scientifico. Meine Damen und Herren, ich bin sicher, dass Efraim Kijon ihre Erkenntnisse und Fortschritte mit Interesse verfolgen würde, was da hier in diesem Zentrum getan wird. Wir alle werden dies auf jeden Fall tun. Liebe Gäste, meine Damen und Herren, es verbleibt mir, Ihnen allen zu danken dafür, dass Sie heute mit uns feiern. Ich freue mich auf meine Nachredner und sage vielen Dank, grazie fitch, merci beaucoup, many thanks und vor allem grazie mille.